Hallo und Servus, wir sind ja heute vor der Intersportzentrale. Ich bin Manuel, ich bin Nico und pünktlich zum Start der Fußball-Hallensaison zeigen wir euch heute, was Intersport und Adidas ab nächster Woche für euch bereithalten. Genug geredet, ab ins Lager! Wir haben es mittlerweile halb erfolgreich zurück ins Studio geschafft und werden euch nun zwei der Modelle aus dem Purestorm Pack ein bisschen näher bringen. Wir starten sofort dann mit dem Adidas X17.3 Tango in der Indoor-Variante, wird preislich dann bei 79,99 in-store liegen. Wie beim Vorgänger arbeitet Adidas hier auch wieder mit dem TechFit-Obermaterial. Die Kompressionspassform soll dafür sorgen, dass sich der Schuh optimal an den Fuß anpasst, werden wir dann auch gleich austesten. Verstärkt ist das Obermaterial natürlich hier auch im Seitenbereich, sowie auch bei den wichtigsten Stellen, damit einfach im Käfig und im Fanghalt auch nochmal super damit performt werden kann. Die Sockenkonstruktion und der S-Heel im hinteren Fersenbereich sorgt nochmal für zusätzliche Stabilität, natürlich auch wichtig für schnelle Richtungswechsel. Die orange Non-Marking-Sohle ist dann optisch sicher nochmal ein bisschen ein Highlight. Für mich eine sehr starke Farbstellung für diese Saison. Aber Gerd Alaba sollte, glaube ich, diesen Schuh stehen. Stimmt, Alaba, Gareth Bale und Luis Suarez werden unter anderem in der Farbstellung auflaufen. Gut, und dann gehe ich über zum zweiten Modell. Der Nemesis, zusammengeführt aus dem Messi-Pack. Alles bekannt, Pflegehinweis, blablabla. Und hier ist das gute Ding. Bekanntlich wieder in dieser Bandagenoptik mit der Agility Bandage, wie es Adidas gern nennt. Haben hinten auch durch dieses Band und den V-Lock nur einen besonderen Halt im Fersenbereich. Wird bei uns in-store ab 5. Oktober im Preissegment 89,99 erhältlich sein. Hat natürlich durch das auch noch ein bisschen mehr Spielereien. Wir haben wie gesagt die Bandage, die ein bisschen grelleren Farbweg. Haben wir unten nochmal ein bisschen Highlights auf der Non-Marking-Sohle, Herr lieber Schulwart. Und kann dadurch auch perfekt indoor gespielt werden. Dann würde ich sagen, wir stoppen das Gelaber und testen die Teile jetzt sofort in der Halle, oder? Auf jeden Fall. Let's get it. Gut, also wir sind jetzt fertig mit dem Testen. Ich und der Nico haben das X-Modell ausprobiert, der Stefan und der Benny das Nemesis-Modell. Ich kann soweit nichts Negatives zu dem Schuh sagen, außer dass er am Anfang vielleicht ein bisschen gedruckt hat. Hat sich durch das Tech-Fit natürlich dann ein bisschen gelockert und der Schuh hat sich perfekt angepasst. Nico, du noch irgendwas? Bei mir selbiges. Ich glaube, das Ganze ist einfach auf die Kompressionspassform zurückzuführen. Der Schuh braucht einfach ein bisschen, dass er sich an den Fuß anpasst. Alles in allem aber ein super Trage- und ein super Ballgefühl. Für mich die perfekte Wahl für die Hallensaison. Nemesis-Modell? Ja, also mir hat beim Nemesis-Modell das Agility Bandage am besten gefallen. Du hast da super Passform drinnen und ja, super Ballgefühl. Benni, was sagst du noch? Ich habe die Polsterung im Fersenbereich sehr angenehm empfunden und auch die Sohlen, also der Grip war sehr gut am Hallenboden. Hoffentlich hat euch das Video taugt. Viel Spaß beim Server-Testen und bis bald. Oh, danke. Intersport. Wir sporteln wie du.